Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es den zweiten Teil von den besten deutschen Memes, wie angekündigt. Denn wir haben die 3 Likes erreicht. Vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn wir das auch heute wieder packen würden, die 3 Likes. Also, wenn du jetzt dieses Video siehst, dann abonniere jetzt kurz den Kanal. Es ist nur ein Klick und es dauert auch nur gefühlt eine Sekunde. Es ist nichts Schwieriges. Und du würdest mich damit sehr damit unterstützen. Ja, und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Hier, beste deutsche Memes von Golden Muffin. Erst wenn die Reizgasanlage mit ihrem eigenen Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt, erst da wird Gas frei. Und Leute, nochmal, ich kann nichts für diese Scheißqualität. Ihr seht's, HD, ich kann nichts dafür. Gesetzt und vertreibt natürlich oder zwingt den Täter zum Rückzug. Und jetzt kann ich hier auch einen Alarm simulieren und Sie werden hören, wie die akustische Warnung klingt. Verlassen Sie sofort den gesicherten Bereich, sonst wird Gas freigesetzt. Nicht vergessen, ihr seht es ja auch, viele unterstellen mir. Leute, das hat jetzt sich so angehört, als würde der Adolf dorthin stehen und das sagen. Real Talk, hört euch das nochmal an. Verlassen Sie sofort den gesicherten Bereich, sonst wird Gas freigesetzt. Immer so, ungesund, ungesund. Ich so, halt deine Schnauze, du Bastard, was für ungesund. Hier ist Salat. Hier, fokussier, Kamera, Kamera. Ich hab gesagt, du räumst das auf. Männer räumen nicht auf, Frauen können es alleine machen. War es gerade eine Ansage oder was? Ich habe Angst davor, dass ich durch Rassismus irgendwelche Nachteile erleiden muss. Frauenfeindlichkeit und Gewalt. Vor alten und neuen Vorurteilen und Rassismus. Spinnen und Insekten, weil die Irrmann. Ich habe unnormal, ich habe sogar eine Phobie, ich schwöre es dir. Irrmann. Oh, alle erzählen hier, wo es wird durch Rassismus und dann kommt er mit Spinnen. Was? Ah ja, ey, Deutschrap, ich mag das überhaupt nicht. Also, Deutschrap ist, finde ich, schlimm. Aber das ist ja noch schlimmer. Also, Mero, ich kenne den also als Sänger, aber der singt ja schon scheiße, wenn der, also finde ich, meine persönliche Meinung, wenn Deutschrap gesungen wird, dann ist es schon scheiße, aber das ist ja noch schlimmer. Das ist ja richtig schlimm. Ah, das kenne ich. Merkel, Kahba, Kahba. Ehrenmann, einfach Merkel auf anstatt in so einen Hand sagen, gib mir Autogramm, erstmal beleidigen. Als ich hier mal hingepisst hab, da war das Ding so klein, du, aber jetzt ist ja wirklich das Ding emporgeschossen, wie du, Was ist denn mit euch los? Was mit dem? Was ist mit dir los? Was macht ihr hier? Was machst du denn hier? Was machst du? Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich lache, weil es lustig ist, das ist weird. Zugeschlagen, Lösung bitte. Ah ja. Hab ich so. Hab ich. Nicht, aber gute Antwort. 3, 2, 1, nächster. Wenigstens habe ich ein Haar. Wenigstens hat der Anrufer das richtig gemacht. Hab ich. Die Lösung auf dem Zettel stehen, da können Sie mich. Hab ich. Ich hab 2 Haar! Das werden wir jetzt, ich bin schon genauso blöd! Genauso blöd bin ich! Zugeschlagen, Lösung bitte! Oh Gott! Hallo! Die Kuh! Die Kuh! Wie viel Kuh hat das Haar? Ehrenmann! Wie viel Kuh hat das Haar? Ja, Mann! Wie viel Kuh hat das Haar? Aber ich bin schon völlig. Wie viel Kuh hat das Haar? Bescheuert! Und damit können Sie auch schon spazieren fahren hier. Wow! Also, das ist natürlich ein bisschen spaßiger als Radfahren hier mit diesem Scooter. Also, das wird sich nicht verkaufen. So, Elias? Was hast du jetzt vor? Was willst? Was ist das denn hier? Hat er sich das Ohr weggemacht? Hat er sich das Ohr weggemacht? Oh, no, 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 no. Der schaut so, als hätte sie sich das Ohr weggemacht. Ich werde jetzt diesen Tequila verspeisen. Und warum? Ich nehme einfach so, weil ich Lust drauf habe. Ja.
Weil du Lust drauf hast, eine komplette Alkoholflasche zu verspeisen, weil du Lust drauf hast. Ah ja. Ah, ja. So. Und jetzt hinter mit der Scheiße. Bro, wieso machst du das? Nicht pfeifen. Digga, der wird kotzen. Junge, Junge, was ist los? Ja, der wird kotzen. Zwei Flaschen von dem hier, das ist von Schweppes und zwar Ginger Alley. Oh, was ist hier die Cola? Ach nee, ich kriege. Was ist der jetzt schon wieder? Leck mich doch am Zuckerli. Was steht da drauf? Leid. Und was solltest du mitbringen? Ohne Zucker. Zero! Weißt du was, das ist mir jetzt. Mensch, Uli! Mensch, ja, das ist der Uli. Ja, das ist der Uli. Ja, Uli, Mensch. Du solltest Zero mitbringen. Zero! Nix leid. Zero. Ich verstehe dich. Brigitte, ich verstehe dich. Uli ist schuld. Jetzt hab ich's. Ich bin völlig, ich guck da völlig deppert drauf, irgendwie wie so ein Vasarely-Bild. Es ist ein rotes S auf gelbem Grund, Sie haben recht, ja? Hallo meine lieben Freunde, und zwar habe ich heute des Öfteren gelesen, dass ich was gegen Frauen hätte, beziehungsweise gegen Opfer von häuslicher Gewalt. Und diesbezüglich wollte ich jetzt gerne mal Stellung beziehen. Und zwar bin ich nicht dafür, dass man Frauen schlagen sollte, es sei denn, sie fordern euch dazu auf, in einem sehr euphorischen Ton, wie zum Beispiel, schlag mich! Okay, das. Ich habe noch nie gehört, dass eine Frau geschlagen werden will. Lul. Ehrenmann fahret. Jetzt nicht zu euphorisch, also ein bisschen geschriener. Dann kann man es natürlich machen, weil dann ist es vielleicht auch eine Aufforderung. Und auch hat auch einen anderen Kontext. Prinzipiell bin ich nicht gegen Frauen, denn Frauen sind auch Lebewesen. Frauen sind auch Menschen und sie essen und trinken auch, genau. Das heißt, also Frauen sind auch auf der Welt und wir müssen sie also akzeptieren, dass wir mit denen zusammenleben. Und können nicht gegen Frauen sein. Deswegen. Oha, Junge, hast du etwas gegen Frauen oder was? Ehrenlos. Deswegen sage ich euch nur eine Sache: Seid niemals gegen Frauen. Schlagt auch keine Frauen. Denn ohne Frauen gibt es viel, viel weniger Spaß auf der Welt. Ach so, ich hab verstanden. So, Leute, das war's mit dem Video. Wie gesagt, ich hoffe, wir packen auf dieses Video die 3 Likes. Wenn wir 3 Likes packen, dann gibt es Teil 3. Also, liked jetzt dieses Video. Und wenn ihr Like kriegt, dann auch ein Zubehör. Dann werdet ihr für den Rest eures Lebens glücklich sein. Deshalb, liked dieses Video. Ich würde sagen, ciao, ciao, bis dann, meine Freunde.